Hallo, ich komme zu meinem nächsten Opening und heute öffnen wir zum neuen Set Entwicklungen in Paleda die Top Trainer Box oder wie ich immer sage, die ETB. Hier sind die wundervollen drei Start-Pokémon drauf und hier nochmal die Rückseite. Wir kriegen nämlich diese wundervolle Promokarte. Sehr schick mit Pikachu natürlich. Immer wieder mal Pikachu. Wenn kein Pikachu drauf wäre, wenn es keine Pikachu-Karte geben würde, wären wir doch alle traurig, oder nicht? So, ansonsten natürlich, hoffentlich gefällt euch das Video. Lasst auf jeden Fall gerne ein Like da, wenn es euch gefällt. Und schreibt auch gerne in die Kommentare, falls ihr die geholt habt, wenn ihr die geholt habt, ob ihr was Schönes ziehen konntet. So, dann können wir einmal kurz reingucken, dementsprechend, welche Karten wir aus dem Set hier auf jeden Fall gerne ziehen wollen. Da gibt es ja einige schicke Karten. Und zwar, was haben wir denn hier? So, den hier wollen wir ziehen. Ja, Pikachu sieht auch nicht verkehrt aus. Wampitz können wir gerne ziehen. So, was haben wir noch Schönes? Ja, und natürlich Uhafen hier. Das ist natürlich klar. Ansonsten die ganzen anderen schönen Karten, Secret Rares, die wir ziehen wollen. Ja, ne? Ihr seht es ja hier, was wir alles hier für schicke Karten haben, die wir ziehen wollen. Oh ja, so eine Goldkarte wäre auch nicht verkehrt, ne? Die zu ziehen. Schauen wir mal. Genau, und dann noch später ein bisschen Werbung. Dann. Das sieht auf jeden Fall schon mal schick aus, sehr gut. Haben wir die Booster, die wunderbaren Sleeves, da ist unsere Promokarte, die Codekarte, die das freischalten würde, eine Packung Energiekarten, dann haben wir natürlich unsere Würfel. Wobei der Würfel vom Design her natürlich sehr cool aussieht, finde ich mal. Es gibt manchmal voll langweilige Würfel, die Kartentrenner und das Zeug hier. Genau, es gibt nämlich auch manchmal Würfel, die jetzt nicht so schick sind. So, und wir haben. Die sortieren wir gleich erzählen. Wir müssten nämlich einen neuen Booster haben. Und wir haben theoretisch alle Artworks, wenn ich mich nicht vertue. Die zwei legendären Pokémon. Die Starter. Wir machen es einfach so. Auf. Ich weiß nicht, ob der uns am meisten mitbringt. Und es müssten ja theoretisch neun Booster sein. Genau. Ja, der Anfang ist immer ein bisschen beim Auspacken immer blöd. Verliere ich immer so viel Zeit. Einmal nochmal kurz ausgerichtet. Ich glaube, die Kamera stand ein bisschen schief. Ist mir ganz so aufgefallen. So, und dann let's go. Schauen wir mal, was wir so ziehen können aus diesem Set. Genau. Kartentrick gibt es ja nicht. Ich glaube, das war hier die Kampfenergie. Genau. Ich muss immer wieder ein bisschen dran gewöhnen, dass ich keinen Kartentrick machen muss. Voltoball. Der, ne, Direktor da. Dummiesel. EFEM. Dann haben wir als Reverse Vipites, Vadribi und eine Krypuk Holo-Karte. Okay, ihr wisst ja, Holo ist in diesem Set immer garantiert. Deswegen, ja, freut man sich nicht mehr über die Holo-Karte. Die ist ja in jedem Booster-Pack drin. Deswegen freuen wir uns nur über die tollen Hits. Das ist eine Feuerenergie. Pack on Fire. Eventuell, schauen wir mal. Feluri. Quacks. Okay, schade. Es wäre noch cool gewesen, wenn ein anderer Starter da gewesen wäre. Dann Kramchef. Unheilvolle Einöde. Razzaf. Carbon. Toxiquark. Und Mimik mein Holo. Schön, dass du im Set bist. Aber leider nur eine Holo-Karte. Und also das Detail ist mir aufgefallen. Der steht nämlich vor so einem Siegel da. Der wundervolle Razaf. Und
Einen Hit wollen wir doch wenigstens haben aus der ETB. Aus neun Boostern eine Karte ziehen wir, cool. So. Dann haben wir Elektroenergie. Mal gucken. Spannung. Lavita. Sankabu. Trantuntel. Kubuin. Enigma. Dann Hubbelhoff. Zombiris. Und Hyriyama. Nein. Wo sind denn die Puls? Wo sind denn die Hits? Weiter geht's. Ich glaube, ich hätte noch keiner Glück gebracht irgendwie. Traurige ETB. Pflanzenenergie, aber wir haben schon mal immerhin eine bunte Mischung an Energien. Ich glaube auch keine Energie. Doppelt Molimorba. Merrill. Mingul. Oh, Tanzer sitzt auf und im Siegel. Dann haben wir irgendjemanden, der uns bekannt vorkommt aus der Akademie, aus den Spielen. Wir haben eine Wandelenergie und ein... Es gibt so schöne Holo-Karten. Trikefalo ist auch eine schöne Holo. Ansonsten müsst ihr sagen, wenn wir nichts ziehen sollten, welche die schönste Holo war. Also entweder, theoretisch kann ja nur, wenn es Lieblings-Pokémon ist, nur die Mimik mal gewinnen. Oder ihr sagt, nö, gönnt auch mal dem Trikefalo seine Chance. Das waren bisher die zwei schönsten Holos, die wir gezogen haben. Klar, irgendwann die Holos will man ja auch ziehen, um das Set zu vervollständigen. Aber es wäre ja natürlich auch nett. Es wäre auch nett, wenn wir jetzt Stahl. Okay. Nachher haben wir wirklich einen Energietyp gehabt. Tanzer, Merrill. Wenn wir natürlich dementsprechend Mankey auch einen Hit hätten. Botogel. Das Farigrafi. Oh Gott, ich glaube, das ist sehr falsch aufgesprochen. Dann Glibunkel. Und Luxtra. Ja, ne, die Holos sehen ja von den Artworks nicht schlecht aus, aber ich habe noch vier Booster. Ich hätte wenigstens eine Karte, die besser wäre als eine Holo. Weil das ist ja Set des Todes. So, Wasserenergie. Wir haben wirklich gleich alle Energietypen durch. Knabon. Kramurx. Traunfugil. Sneebel. Granowitz, Jet-Energie, Kampf, Leut, was ist das denn? Du kannst diese Karte nur einsetzen, wenn du mehr verbleibende Preiskarten hast, als dein Gegner heile bei einer deiner Pokémon. Okay, komische Itemkarte. Super Angel, oh, wir haben schon gespoilert. Krypuk in Reverse. Und wir haben den Tiger als EX gezogen. Nice, kriegt auch direkt eine Sleeve. Wird sehr wahrscheinlich, wenn wir nichts anderes mitziehen, der Hit des Tages. Hm, interessant. Aber nur so als kleine Information für euch. Den Tiger, den werden wir auch noch irgendwann demnächst im Themendeck haben. Das nächste, was rauskommt, wenn ich mich da nicht vertue. So, weiter geht's. Genau. Und das werde ich euch auch nochmal zeigen, öffnen und damit dann auch spielen, wenn es dann verfügbar ist. So, dann Stahl. Okay, jetzt war die erste doppelte Energie. Ich glaube, es gibt eh nur 8, also von daher passt das schon. Also irgendwie was muss auf den Stapel. So, sortiert, genau. Zwiebs, dann Gruscher, Traunfugil. Jetzt fällt alle, wow, das Video ist heute echt spooky. Wir haben zweimal Reverse und einmal ein Koriogel Holo mit den Fails hier. Ja, aber heute, leider Gottes, ist egal, wann man aufnimmt. In der Zeit ist es einfach extrem warm. Und ja, deswegen, ne, alles ein bisschen anstrengender als sonst. Elektroenergie, das heißt, es können schon mal Karten verrutschen. Ich wollte schon, wow, das war die Energie und der Typ ist auch noch lost und wollte schon direkt die Holo spoilern, die wir ziehen könnten, wenn es mal wieder eine Holo wird. Ich hoffe natürlich nicht. So, wir haben die Holo gezogen. Ja, okay. Es ist irgendwie schon
irgendwie schon eine traurige ETB irgendwie. Eine EX ist schon irgendwie traurig. Letzte Booster, Last Pack Magic. Und dann schauen wir mal, ob da noch was kommt, ob es noch was gibt. Pflanzenenergie. Super Angel. Libiskus. Schneebedeck. Datiri. Pyroleo. Dann Famips. Kupfantin Reverse. Schlurm in Reverse. Und ein Rexplisein Holo. Okay. Das war ein Satz mit X. Das war wohl nix. Trotzdem danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. War trotzdem unterhaltsam. Ja. Auch wenn wir leider nur einen Hit haben. Das ist auch noch von den Karten, die 61 vor den insgesamt 193 Karten plus die ganzen Secret Rares und so weiter und so fort. Okay, dann auf jeden Fall trotzdem danke fürs Zusehen und hoffentlich auch bis zum nächsten Mal. Bye, bye.